für Andi Ogris, sich vielleicht wieder mal ordentlich ins Blickfeld zu setzen bei Teamchef Ernst Happel, aber auch bei seinem Trainer Senekovic? Ja, das ist Andi Ogris, hat sich heute für dieses Derby in Steyr viel vorgenommen. 6000 Zuschauer bei diesem Match. Und die Linzer von rechts nach links in den gelben Leibchen hier mit einem langen Pass von Dietmar Grüneis. Ganz selten wird Andi Ogris so wie in dieser Szene freigespielt. Kommt am Pfister vorbei und ein guter Schuss von Andi Ogris nach etwa 20 Minuten. In der ersten Viertelstunde kaum gute Szenen in diesem Match. Und wieder der Lask über Rothensteiner, heute anstelle von Mraz aufgeboten. Keglewitz mit dem Außenriss und Pech für die Linzer an die Stange von Christian Keglewitz. Und Ernst Weber immer wieder an der Outlinie. Dann der beste Mann der Steirer, Tomislav Kotzian. Die Steirer werden jetzt stärker. Der aufgerückte Salaba an sich, Mandecker und ein guter Schuss von Salaba. Und beim Lask heute wieder Schickelgruber anstelle von Walker im Tor. Dann verletzt sich Waldhör bei einem Duell mit Dantlinger. Für ihn kommt Richard Niederbacher. Das war etwa nach 35 Minuten. Und Knoflicek. Grüneis hat große Probleme mit Knoflicek. Herauf! Und das war knapp. Weiterhin 0:0 im Steirer Vorwärtsstadion. Und das ist auch der Pausenpfiff. Die Linzer haben ja seit 10 Jahren in Steyr nicht mehr gewonnen. Dann endlich einmal Dubajic löst sich hier und Manfred Trost, so wie gegen Rapid vor einer Woche, in Superform. Dann tändeln die Linzer den Ball herum. Achtung jetzt auf Patricevic. Schwerer Fehler von Patricevic. Kotzian macht das sehr geschickt und Tor. 1:0 in der 50. Minute für Vorwärts Steyr. Ja, ein schwerer Fehler des Linzer Liberos. Wir sehen das hier noch einmal. Wild dribbeln am eigenen Strafraum. Niederbacher sofort auf Kotzian. Wir sehen sie in Zeitlupe, ganz geschickt, Schickelgruber ausgespielt und keine Chance. Vorwärtssteier führt mit 1:0. Nächste Möglichkeit für die Steirer, Herauf, wird jetzt immer besser. Niederbacher, und das war knapp. Ja, da ärgert er sich, dass er nicht besser getroffen hat. Aber der Last kontert noch einmal. Keglewitz läuft sehr viel. Und aus dem Hintern, Huia, und großartig wieder von Manfred Trost reagiert. Aber Vorwärtssteier führt mit 1:0 und für den Lask wird es natürlich in der Meisterschaft immer enger. Dann Salaba. Mir sehr gut gefallen heute. Immer wieder dabei. Kurz abgewehrt von Schickelgruber und Herauf. Das ist das 2:0 in der 78. Minute. Das ist auch die Entscheidung. Vorwärtssteier gewinnt gegen den Lask mit 2:0. Ja, und der richtige Tipp lautet 1. Schauen wir uns die gesammelten Ergebnisse jetzt an. Erfolgreich in der Europacup-Generalprobe eigentlich nur Admira Wacker, Innsbruck und die Salzburger. Und die Salzburger haben jetzt in der Tabelle ganz klar die Führung übernommen. 2 Punkte vor Innsbruck, Austria und Admira. Rapid ist Achter. In der Torschützenliste hat sich dann... 20. Minute.